Liebe Gottes und die Anmut Jesu Christi und die Fröhlichkeit des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Meine Lieben, es war ein wunderschöner Tag, fast so wie heute. Der Himmel blaute, die Wolken grüßten strahlend herab, die Vögel sangen wunderbar noch am frühen Morgen. Es war eine Lust zu leben. Aber früh aufstehen macht vielleicht doch nicht jedem Freude. Dem Dr. Rieu jedenfalls nicht. Er hatte schlechte Laune. Um 4:30 aufstehen und ins Krankenhaus gehen. Warum denn so früh? Aber die Operation fängt schon um 6 an, also muss man früh gehen. Mürrisch zieht er sich an, sieht gar nicht, wie schön die Welt aussieht. Macht das Treppenlicht auch nicht an, geht im Dunkeln. Obwohl die Sonne draußen scheint, ist es im Haus dunkel. Und er tritt auf einmal auf etwas Weiches, aber Festes und stolpert. Was ist denn das, denkt er bei sich. Aber er macht das Licht nicht an, er geht die Treppe weiter hinab. Und unten sieht er denn, worüber er oben gestolpert ist. Da liegen 3 große, fette, schwere Ratten in ihrem eigenen Blut und sind tot. So etwa. Und so ähnlich beginnt die Pest, die Albert Camus beschreibt, als den Zustand einer sich selbst zerstörenden Gesellschaft. Und die Ratten gehen davon. Und er weiß, wenn die Ratten wiederkommen, dann ist die Zeit besser geworden. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Aber dennoch geschehen, dennoch geschieht es vielleicht immer wieder. Und Oran, so heißt die Stadt, ist vielleicht überall. Wer weiß das schon? Und ganz zum Schluss dieses Buches heißt es dann, die Pest war vorbei, aber nicht vorüber. Der Virus sitzt überall noch, in Häusern, in Wänden, in Balken, in Kleiderschränken und wird irgendwann, wenn die Menschen vergessen haben, mit Liebe zu leben, wiederkommen. Und dann schreibt er, so 10 Zeilen vor dem Ende des Buches, einen hoffnungsvollen Satz. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch, den zu lesen. Ich heule immer, wenn ich den lese. Das ist der letzte Satz der Hoffnung in diesem Buch. Und da heißt auf Deutsch, wenn man in den Heimsuchungen etwas entdecken und lernen kann, nämlich, dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt. Dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt. Ich wünsche uns sehr, dass man das an dem Ende dieser Pandemie auch über uns sagen kann. Dass man an den Menschen mehr zu bewundern hat als zu verachten. Bewähren wir uns im Menschlichen, damit wir alle miteinander leben können. Soweit Camus, soweit die Pest. Hat sie uns wieder eingeholt? Oder gibt es ganz anderes, trotz allem zu sagen?
Ich weiß es schon, Sie noch nicht, haben heute einen Predigttext, der, glaube ich, noch niemals gelesen wurde. Wer liest denn schon das Buch Chronik? Die meisten werden gar nicht wissen, dass es das Buch gibt. Es wird einfach nicht gelesen. Dabei ist es für jüdische Theologie eins der wichtigsten, weil hebräisch gelesen die Bibel mit diesem Buch aufhört. Und der letzte Satz heißt einfach, er, sie, ziehe hinauf. Und dann ist die Bibel zu Ende. Und da hören Sie doch, das ist kein Schluss. Man hat lange gebraucht, um das einen offenen Schluss nennen zu können. Man muss doch jetzt fragen, was kommt denn jetzt, wenn einer hinaufzieht? Dann lesen wir es und ich sage es Ihnen. Der persische Großkönig erlaubte den Gefangenen in Babylon, nach Jerusalem zurückzukehren und sagt den großen, schönen Satz, wer zu diesem Volk gehört und zu dieser Stadt Jerusalem, der kehre um und gehe zurück. Und so kann man dann sagen, das ganze jüdische Leben ist eine immer sich bewegende Rückkehr nach Jerusalem, auch wenn man gar nicht geht. Und da gibt es dann den Text, der heute vorgesehen als Predigttext aus dem Buch der Chronik. Und den lese ich Ihnen vor. Es wird der Tempel wieder eingeweiht nach vielen Jahren. Und man geht wieder in den Tempel, jedenfalls hat man das vor. Aber man kommt nicht rein, nicht weil die Türen zu sind, sondern weil seine Herrlichkeit im Raum ist. Und da können sie nicht rein und sie bleiben draußen vor der Tür. Und das gibt es noch zweimal in der Bibel. Ich lese es Ihnen auch vor. Und ich weiß nicht warum, seit 2000 Jahren scheint es nie jemand gemerkt zu haben. Gott ist gar nicht drinnen, Gott ist draußen. Wäre auch nicht schlecht für uns. Das heißt nicht, dass er auch drinnen sein kann. Aber draußen ist der Lieblingsort, weil Gott in die Welt gehört. Und nicht, eben nicht, hinter sich abschließende Mauern. Und was erlebt die Gemeinde in Jerusalem? Und es war, als wäre es einer. Sie bliesen die Posaune, sie sangen mit Psaltern und Harfen, als wäre es einer, der sang und eine, die spielte auf den Trompeten und Musikinstrumenten. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass niemand zum Dienst hineingehen konnte wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit und Schönheit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Das kann man noch zweimal in der Schrift lesen. Einmal in der Wüste beim Zelt der Begegnung. Der mitgehende Gott ist einer, der da ist, den man aber draußen trifft. Und dann noch einmal, als Salomo den Tempel baut und er fängt an zu beten und sagt, Herr, ich weiß, dass du kein Haus willst. Du willst Gebete. Und da sind wir dann angekommen bei der frohen Botschaft. Beten kann ein Mensch an jedem Ort zu jeder Zeit. Es ist schön, wenn es Dome gibt, es ist wunderbar. Aber Gott braucht sie nicht. Er braucht unser Herz. Und das ist was ganz anderes. Und dann kann man auch mit Fröhlichkeit in einen Dom gehen und dankbar sein, dass es so ein Haus gibt. Aber das Ziel ist nicht dieses Haus. Das Ziel sind die Menschen, die uns begegnen und vielleicht auch er. Und dann haben wir jetzt, eine Frage, mit welchen Verben kann man Gott und Mensch am besten beschreiben? Unser Text, den ich gleich noch lese, ein Lied zu dem Sonntag Kantate, und da kommt auch die Zeile vor, Kantate Domino, lobet den Herrn.
Und von Gott wird zweierlei gesagt, immer wieder, immer wieder. Gott soll gedenken und er soll heilen und befreien. Das erste Wort kennen Sie nur im Deutschen, das reicht auch. Wir leben davon, dass Gott unser gedenkt und uns nicht vergisst. Und das zweite ist das Wort, was den Namen Jesus bildet. Weiter gar nichts. Und das ist alles, weil es heilen, befreien, ja, das reicht schon. Das ist der Name Jesus oder Jesaja. Gott heilt, Gott befreit, Gott rettet. Die beiden Verben sind genug. Und der Mensch hat mit zwei Verben in seinem Leben zu antworten. Und die bilden ja das Motto dieses Tages. Und die beiden Worte heißen Gott loben und den Menschen lieben. Das ist genug. Keine Forderung, keine Ansichten, sondern etwas, was zu hören und zu fühlen ist. Loben und lieben kann jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und damit haben wir das Geheimnis dieses Sonntags und dieser Texte schon berührt und nehmen Sie das ins Herz. Ist doch nicht so schwer, oder? Was wäre der Mensch denn ohne Liebe? Das ist doch schlimmer als Tod. Ohne Liebe. Und dann zu loben, weil trotz allem die Welt und das Leben und das Herz so wunderbar schlägt. Lieben und loben, weil Gott unser gedenkt und weil Gott uns heilt und rettet. Und dieses Geheimnis singen wir jeden Sonntag. Zu meiner Freude haben wir es auch heute ein bisschen gesungen und auch nicht gemerkt. Das singen die Engel auf dem Felde zu Weihnachten. Und mehr gibt es gar nicht. Das ist der Inbegriff aller biblischen Rede, aller Theologie. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Mehr geht nicht und mehr gibt es auch gar nicht. Das können selbst auch die Bäume singen. Und weil es so schön passt, hoffe ich jedenfalls, und der Dichter Paul Celan in den Corona-Ausgaben des Gemeindeboten und Blattes vorkam, das vor 50 Jahren gestorben und vor 100 Jahren geboren ist. Und der hat so einen kleinen schönen Satz gesagt, der uns trösten soll. Aber er bäumt sich, der Baum. Er, auch er, steht gegen die Pest. Das ist alles ein Protest gegen das Sterben in der Welt, für das Leben. Und der Dichter Ernst Jandl versucht es uns deutlich zu machen, ganz einfach. Und er nennt das Gedicht Befreiung. Und das geht so. 1944. Krieg, 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 Krieg. 1945. Krieg, 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 Krieg. Mai. Ist das nicht wunderbar? Der Mai ist doch zu Recht der Mozart des Kalenders. Und solange man noch Mozart spielt in dieser Welt, wird die Welt bleiben. Und solange das stimmt, dass auf Winter der Mai folgt, wird die Welt bleiben. Wir haben doch diese Texte, wir wissen es doch. Und dann haben wir diesen schönen Text, dieses Lied beim Propheten Jesaja, diesen gesungenen Psalm. Und der fängt mit einem an Deutsch. Und Deutsch ist ja auch eine schöne Sprache, ja? Muss nicht immer Hebräisch sein. Es gibt ein wunderbares Wort. Und das steht hier. Das Wort heißt einst. Einst. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das der Bruder Berbig, wie viele Sprachen es gibt, wo es so ein Wort gibt.
was sowohl die Vergangenheit beschreiben kann, als auch die Zukunft. Es ist dasselbe, das gleiche Wort. Einst waren wir alle im himmlischen Garten. Das können nur Dichter sagen oder Bibelschreiber. Einst waren wir alle im himmlischen Garten. Aber genau den haben wir einst verloren. Und einst wird kommen der Tag, da das heilige Ilion zerstört ist, Priamos selbst und das Volk des lanzenkundigen Königs. Das kennen Sie alle. Troja wurde zerstört. Und dann kommt ein Dichter und sagt, eins wird das himmlische Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein. Und bis dahin seid heiter und mutig in den Gefahren der Zeit. Einst wird kommen der Tag. Einst wird das Reich Gottes auf dieser Erde sich ausbreiten zu unserem Lobgesang. Und einst wirst du sagen, so beginnt dann der biblische Text. Ich danke dir, Gott, dass du mich so wunderbar getröstet hast. Was für ein schönes, großes Wort, Trost. Und wie abhängig sind wir doch alle in unserem Leben von Trost, dass einer oder eine die Hand auf unsere Schulter legt und uns tröstet. Wie will man denn leben ohne den Trost der Liebenden? Will ich gleich wieder einen Dichter zitieren, die sagen das so schön. Wer kann denn ohne den Trost der Bäume leben? Aber vielmehr brauchen wir Menschen, die uns trösten. Und dann wird die Schönheit Gottes besungen in diesem Text. Und das heißt dann, denn er, unser Gott, ist mein Lied. Er, unser Gott, ist mein Lied. Und die Kraft des Liedes ist uns doch vertraut. Ich will nur einige Erinnerungen sagen. Habe ich noch Zeit dazu? Für Lieder, als die Türken vor Wien standen, wissen Sie, was Luther da gemacht hat? Er hätte vielleicht öfter so etwas tun sollen als das andere. Er hat ein Lied gedichtet. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Gegen die Türken vor Wien. Man muss nicht immer töten und schlagen. Man kann auch singen. Und wir haben ja das letzte Lied, was Bonhoeffer gedichtet hat, im Gesangbuch. Das sollte man vielleicht nicht so oft singen, weil es so schwer ist. Aber ein großer Trost ist es doch. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Mehr bedarf es doch nicht. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Welch Trost im Lied. Und noch ein drittes, Jochen Kleppers Lied, der du die Zeit in Händen hast. Wenn wir das wissen, müssen wir da noch verzagen? Der du die Zeit in Händen hast, wird dann am Ende, wie es so schön heißt, nicht wirklich alles für alle gut? Möge Gott nicht aufgeben und verzweifeln über unsere Torheit und über unseren Hass und über unsere Unmenschlichkeit. Möge er uns gewogen bleiben und immer daran denken, dass wir doch seiner Hände Werk sind. Soll seine Liebe größer sein als sein Zorn, der du die Zeit und unser Leben in Händen hast. Und am Schluss dieses Gesanges heißt es, denn groß und liebend unter uns bist du. Und das ist sein Name. Er ist unter uns, drinnen und draußen. Und wir sind nicht allein. Und wir sind auch nicht einsam. Wir sind geborgen bei ihm und können gelassen die Liebe und Geborgenheit weitergeben mit unseren Herzen und Händen. Und vielleicht ist das nichts weiter als das Geheimnis unseres Daseins. Gott behüte uns alle in diesen Zeiten. Amen. Amen.